Sommer ist vorüber, der Winter steht vor der Tür und somit eigentlich der Zeitpunkt, wo ein jeder Biker in die tiefsten Depressionen verfallen sollte. Dagegen kann man nur eins machen, und zwar ein neues Bike-Projekt starten. So wird es auch bei mir der Fall sein. Ihr seht hier meine Harley Davidson Softail, Baujahr 97. Ein treuer Wegbegleiter, den ganzen Sommer über auf einigen Touren. Jetzt ist allerdings der Zeitpunkt gekommen, wo ich das gute Stück optisch etwas anpassen möchte. Und organisiert habe ich dafür das ganze Jahr über schon jede Menge Ersatzteile. Die seht ihr hinten auf meinem Altar aufgebaut. Ja, angefangen von einer Diner-Gabel, die ich bei Kleinanzeigen eBay gekauft habe. Also eine sehr, sehr schmale Gabel, die ich kombinieren möchte mit diesem 21 Zoll Vorderrad und diesem Avon Speedmaster hier. Damit die Silhouette vorne relativ schmal bleibt, habe ich mir noch diesen T-Bar-Lenker hier bei V-Team anfertigen lassen. Der ist gerade mal 55 cm breit. Und ich hoffe, dass wenn ich diese schicken neuen Armaturen hier montiert habe, dass ich eventuell noch den einen oder anderen Zentimeter rechts und links kürzen kann, damit ich wirklich einen sehr, sehr schmalen Griff bekomme. Ja, ansonsten habe ich noch organisiert für vorne und hinten gelochte Bremsscheiben, ein Tieferlegungskit für hinten, einen sehr, sehr kleinen und schmalen Tacho, eine Lampe aus China, die ich noch zu einem E-geprüften Lichteinsatz hier versehen werde. Ja, ansonsten geht damit natürlich nichts ohne die Atto DF von Kellermann, brutal klein und noch brutaler L. Ja, bei Kleinanzeigen eBay habe ich ansonsten noch gekauft diesen Tearstrop-Tank hier und die PM vorverlegte Fußrastanlage. Aus den Staaten habe ich diesen Lapera Signature-Sitz gekauft. Für hinten habe ich zweierlei Fender organisiert, einmal 130 mm und 150 mm. Muss ich mal schauen, wer stylisch besser zu diesem Schinko E240 Windreifen hier passt. Ja, ansonsten ein weiteres Schmuckstück, selbstverständlich diese BSL Auspuffanlage, die lasse ich noch eingepackt. Ich denke, die wird optisch auf jeden Fall der absolute Kracher werden. Ja, ansonsten noch hier zwei VA Rundstähle, einmal ein 12 mm und einmal 14 mm. Aus dem möchte ich die Sissi Bar basteln und wie unschwer zur Kenntnis wird das ganze Bike am Ende so in Richtung Frisco Style, ja eigentlich eher Chopper als Bopper gehen. In dem ersten Schritt werde ich jetzt alle Teile demontieren, die ich an dem Bike nicht mehr benötige, und das sind fast alle. Ich denke, außer Rahmen, Motor, Hinterradschwinge und anderen Kleinigkeiten wird nicht viel übrig bleiben. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und ich hoffe, dass ich mein Bild, das ich jetzt von meinem zukünftigen Bike im Kopf habe, am Ende auch bestätigt. Down, us down, down.
Yeah.
Ja, wie unschwer zu erkennen ist, ist mal das meiste an dem Motorrad demontiert. Das bedeutet, ich kann jetzt anfangen, das gute Stück Stück für Stück wieder aufzubauen. Stück für Stück wieder aufzubauen. Das gute Stück, Part für Part, Teil für Teil. In den nächsten Woll habe ich das Bike, das Stück, zeigen, wie man das Bike Stück. Ja, wie unschwer zu erkennen ist, habe ich mal alles demontiert, was ich jetzt im Moment an dem Bike nicht mehr benötige. Und ich hoffe, ihr seid in den nächsten Folgen mit dabei, wenn ich anfange, das Bike Stück für Stück wieder aufzubauen.